So, gleich noch einmal. Und einmal Digipilze. Ja, ist ja gut, Gran Kuvagamon. So, sehr schön. Dann haben wir das alles. Dann können wir uns jetzt die beiden Digimons holen. Warte, ich muss erstmal jetzt selbst gucken. Erstmal wieder natürlich, ne? Wie sich das gehört, müssen wir jetzt erstmal Felder. Erstmal alles einsammeln. Das ist wichtig. Hey, da, ja, genau. Oh, 9 Fleisch gab es diesmal. Schön. 9 Fleisch ist auch gut. So. Geschäftsforschung. Zentrum, Sender, Bauarbeiten, Lager, Digimon. Dichter. Medizin, Heilungsdisk, MP-Disk, können wir alles gebrauchen. Ist zwar nie viel, aber man kann es dabei haben. So, noch einmal mit Nunemon quatschen und dann gehen wir mal das Digimon im Logikvulkan holen. Könnten wir auch rein theoretisch, um mal ein bisschen Geld zu sparen, hinlaufen. Weil zum Logikvulkan ist ja gar nicht so weit eigentlich. Rein theoretisch. Wir müssen immer noch die 10 Trainingseinheiten absolvieren. Ich weiß nicht, haben wir glaube ich noch nicht, ne? Aber ich glaube, das bewahren wir uns auf, bis wir wieder unsere Trainingsphase haben. Jetzt können wir mal wirklich ein bisschen Digimons reinholen. Unsere Stadt größer machen, Geld sammeln, Fleisch sammeln, alles sammeln. Alles sammeln, was uns glücklich macht. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir eine Höhle haben. Hier. Wo ja das freundliche Digimon drin sein soll. Soll ja in irgendeiner Höhle sein. Und Hackmon müssen wir uns ja auch noch eigentlich holen. Da könnten wir eigentlich auch nochmal hingucken, wa? Ich weiß gar nicht, ich habe die 100 Bindungen. Ich glaube, die haben 100 Bindungen zu mir, ja. Habe ich nicht schon mal eine Ex-Digitation gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. Einen starken Gegner, ja, das ist halt... Ich bin jetzt so stark, da gibt es keine starken Gegner mehr. Oh Gott, das war echt schlecht. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal. Ist das jetzt... Wo geht's denn hier nochmal zum Logik-Vulkan? Ist mal wirklich... Karte? Ah, einfach weiter geradeaus. Gibt's hier sonst was Neues? Irgendwas, was einen interessiert? Bis auf diese kleinen Gotsumons. Hier sind nur kleine Gotsumons, okay. Die kleinen Gotsumons interessieren uns natürlich nicht. Wir laufen einfach weiter. Dann brauche ich nicht wieder 3000 ausgeben dafür, dass wir dahin reisen. Die haben alle Angst vor uns da. Wo könnten wir graben? Ich sehe das nicht. Ihr seid zu groß. Kann man eigentlich rausscrollen? Nein, ich nehme nicht Black Agumon und Black Gargumon. Nein. Nein. Ich habe... Nein. Nein. Einfach nein. So, du meine ich warst das, ne? Boah, wer zum Teufel bist du? Du willst mehr über den... Nee. War das nicht der? Ja, ja, genau, genau. Das hatten wir ja schon mal. Oder bin ich zu voreilig? Willst du mir erst noch was sagen? Tsudemon sagt, es tut ihm leid. Das hat mein Meister gesagt, obwohl ich schuld war. Weißt du, letztens hat er mir Pfannkuchen gebacken. Ich wollte meinen Schwanz als Blech verwenden. Da sagte er, deine Werkzeuge sind nicht zum Kochen da, Dummi. Ich war ziemlich wütend, aber mein Meister hatte recht. Der Körper eines Digimon ist seine einzige Waffe im Kampf. Ich frag mich, ob er mich noch für seinen Schüler hält. Ich werde in die Stadt gehen und dort auf ihn warten. Hm, sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir den jetzt auch. Jetzt müssen wir rein theoretisch nochmal wieder zurück nach Tsudemon. Aber das machen wir, glaube ich, später. Wir könnten jetzt hier ja nochmal
zum Torweg. War das beim Torweg? Ich glaube, es war beim Torweg. War eigentlich schon mal da unten gewesen? Und vielleicht mal Heckmann holen. Mit LT. Mit L1. Ah, stimmt. Ah, geil. Ah, wesentlich besser. Dankeschön, Roxa. Ah, wesentlich besser. Nicht so rangesaugt. War ja furchtbar. Waren wir schon mal beim Feuerzirkel gewesen? Jetzt sehe ich wenigstens auch wieder was. Ist ja unfassbar. Auf einmal sehe ich was. Okay, da vorne ist ein Leomon. Ich glaube, Bancho Leomon war da vorne. Oh, warte, da hinten geht's auch noch. Ach ja, ist ja gut. Mein Gott. Ich glaube, ich habe das auch schon außerhalb des Tutorials mal gemacht. Ich weiß aber nicht mal mit welchen Digimons. Ich meine, ich hatte das doch schon mal. Ich bin der Meinung, ich hatte das schon mal. Yay, Heilungsdisk. Oh, Lobung. Lobung. Lobung vor allem. Look at you. Yay, die haben sich auch noch gegenseitig angefeuert. Jetzt sind das große Freunde. So. Du wolltest etwas. Was willst du? Puh, ist das heiß. Hä? Mensch, magst du die Hitze auch? Ich liebe die Hitze. Immerhin bin ich ein Eismon. Ist das irgendwie seltsam? Ich bin nicht an Konventionen gebunden. Ich bin aus der absoluten Kälte hergekommen. Aber es ist heißer als erwartet. Großartig. Schau dir die Lava an. Ganz schön dickflüssig, was? Oh nein, mein Körper ist auch dickflüssig geworden. Wie bitte? Schmelzt sich etwa? Komm schon, Körper. Löst dich nicht auf. Ich weiß was. Haben deine Partner Eisfähigkeiten? Und falls ja, könnt ihr einen auf mich anwenden? Leider können deine Partner keine Eisfähigkeiten anwenden. Ah, ich schmelze. Hilf mir bitte, solange ich noch meine Stärke besitze. Okay, ich brauche ein Eis-Digimon. Wo kriege ich denn jetzt ein Eis-Digimon her? Oh Mann, ich schmelze. Eismagie, okay. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal zu den Leomon da hinten gucken. Ich glaube, das war ein Bancho-Leomon, also ein Mega-Digimon. Und naja, vielleicht will es ja kämpfen und weil wir ja so gut sind. Sind die Meramons hier so klein? Oh, seid ihr süß. Oh, doch kämpfen? Nee, ich lauf weg. Ah, na gut. Oh, jetzt, okay. Die wollten nicht mehr, die sind umgedreht. Ah, gegen 4 Meramons muss jetzt nicht sein. Gut. Hey, Bancho Leomon, was geht? Noch nicht. Es ist noch zu früh für dich. Komm zurück, wenn du entschlossen genug bist. Warum wollen die alle nichts von mir? Das ist gemein. Okay. Gather up. Das ist gemein, die wollen alle nichts von mir. Die wollen alle immer nur klugscheißern. So, dicke Sprösslinge kriegt ihr auch noch. Vollständig gefüllt, sehr schön. Niemand will, dass wir ihnen helfen. Na ne, ölige Nüsse brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. Deswegen sammle ich auch keine öligen Nüsse mehr. Ja, ja, PlayStation, ich weiß, L1, ja, ich bin. Ich spiele zu viel Xbox jetzt in letzter Zeit. Furchtbar. Muss aufhören. Wird kein Xbox mehr gespielt. PlayStation ist das einzig wahre. Weiß jeder. Jeder weiß, dass PlayStation natürlich am besten ist. So, ich weiß nicht, wo wir hier hinten hinkommen. Das Bancho Leomon ist extrem stark. Ach, ich doch auch. Drachendreizack. Oh, Greymon. Jetzt mal feige wegrennen. Lass mich! Lass mich! Das war äußerst männlich, ich weiß. Wollte auch nur gucken. Haha, schnell geredet. Wargreymon ist hier.
Aber es reagiert nicht. Es ist, als wäre keine Seele in ihm. Na toll. Keine Seele im Wargrave. Okay. Entschuldigung. Karte. Hier ist aber auch sonst nichts. Toll. Ja. Over here. Ich nutze jetzt mal ganz kurz die Items. Autopilot. Ach, warte, Quatsch, nein! Halt, nein! Hör auf! Oh, nein! Verdammt! Gundramon ist nach Flotain zurückgekehrt. Es ist zum Bauarbeiter gegangen. Momentan ist hier das Selbermachen total angesagt. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 19. Das war jetzt so nicht geplant. Ich wollte eigentlich noch nach Heckmon. Shit. Okay. Okay, ich wollte eigentlich noch nach Heckmon. Wie sieht's denn bei dir aus? Können wir zum Mod-Ding reisen? Kap-Mod. Da reise ich mal ganz schnell hin. Alles klar, machen wir uns auf den Weg. Gut. Ja. Was, welches Digimon müsste zu 100% befreundet sein? Achso, meine Digimon müssen 100% befreundet. Ah, jetzt verstehe ich. Ich weiß. Bin ich eigentlich richtig? Sollen wir eigentlich nochmal gegen die kämpfen? Nee, ne? Nee, ne, oder? Nein, eigentlich nicht. Nee, brauchen wir nicht. Alles klar, denn wenn wir nicht brauchen. So, wir müssen zum Modschiff 1, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir von den anderen auch da hinkommen, aber... Nein, nein, nö. Ich kämpfe nicht gegen die. Ich gehe einfach weiter. Ich tue einfach so, als ob sie nicht da sind. Oh, Digi-Tiefsee. Okay, wir brauchen wirklich nur noch Koriander. Ihr behauptet immer, dass ihr hier graben könnt, obwohl ihr nicht könnt. Ist gemein. Da vorne kann man graben. Alles mitnehmen. Wir müssen ja unsere Stadt noch aufbessern. Habe ich eigentlich schon was in Auftrag gegeben? Nee, ne? Ich glaube nicht. Verdammt. Ist eigentlich schon der nächste Tag angebrochen? Ich sammle auch gar keine Digitoiletten mehr, weil, naja, die Mega-Digimons gehen ja sowieso nicht auf Toilette. Das ist ein bisschen eigenartig. Hm. Da drüben noch irgendetwas? Können wir da drüben irgendwo hin? Was? Ich habe gar keine Angst. Es ist. Ich habe keine Angst vor denen. Wir sind jetzt super stark. Wir haben gar keine Chance. Sag ich mal. Außerdem wollen die dreimal kämpfen. Das ist echt ungerecht. Niemand will dreimal kämpfen. Keiner. So, Zudumon. Oho, oho. Du hast Gundramon gesagt, dass es mir leid tut. Der Kerl hatte also auch ein schlechtes Gewissen, was? Was? Er will mich in der Stadt... Er will auf mich in der Stadt warten? Sieh einer an. Er gibt sich also echt Mühe. Du hast dir wohl auch Sorgen gemacht, Kumpel. Tut mir leid. Meister und Lehrling werden bald wieder zusammen sein. Zudumon hat sich der Stadt angeschlossen. Ja, ich hasse Angeln. Ich hasse wirklich, Angeln ist einfach so langweilig. So ein langweiliges Ding hier. Ich weiß, das müssen wir jetzt hier machen, damit wir Sidramon in die Stadt bekommen, aber... Oh. Ich krieg ganz schön aufs Maul, Mädels. Ist euch das mal aufgefallen hier? Was? Nein, nicht Flucht. Entschuldigung. Heilungsdisk. Können wir ruhig auch beide anwenden. Achso, muss ich nicht alle drei hintereinander schaffen? Na denn, werden wir voraussichtlich auch immer noch nicht gegen sie kämpfen, weil ich immer noch Angst habe. Hallo? Was bist denn tot? Was ist denn los jetzt? Warum müssen wir jetzt tot? Oh, warum ist denn der jetzt tot? Au. Ja, reckt es, komm. Try this. You're doing it.
Heilung. Alter, das gibt's nicht. Das... Heilung. Alter, warum sind denn jetzt... Hallo. Nein, nicht mittlere MP. So. Jetzt greif doch mal an hier. So, bring ihn mal um. Und du bringst ihn auch mal um. Ich habe hier schon wieder Probleme. Ja gut, sie sind jetzt mega Digimons. Ich könnte es wirklich mal versuchen. Ich meine, ich habe ja hier zum Glück auch keine Probleme. Ich habe ja da zum Glück Digi Bitterling. Mhm, toll. Die sind beide bestimmt wieder verletzt. Natürlich sind beide Partner verletzt, aber ihr kriegt trotzdem einen Lot. Yay! Ready? So, wer ist verletzt? Einfach alle. Einfach alle verletzt. Wir müssen unbedingt einen Autopiloten mal wieder mitnehmen. So, du brauchst das. Aber man sieht doch, dass ich voll die Probleme habe. Okay, erstmal wieder zurück. Okay, die Agumons, glaube ich, kommen wir so dran vorbei. Ansonsten machen wir sie natürlich platt. Ich weiß echt nicht, ob ich gegen die kämpfen soll. Ich glaube, ich brauche mehr Rektdisken. Die Angeln, wie gesagt, ja. Weiß nicht. Da die ganze Zeit zu hocken und auf die Angeln zu gucken, ist natürlich... ist an Spannung selten zu übertreffen. Klar müssen wir das jetzt hier machen, aber ich habe das Gefühl, dass wir woanders... Warum wollt ihr alle, dass ich gegen sie verliere? Ah, sie töten mich, ich weiß es. Nice. Männlich. That's right. So. Nice and calm. Here I go. Yeah. Warum will er nicht? Was ist los mit ihm? Hurry, get up. I won't believe it. Es war so klar. Es war so klar. Ach Mann, ich hasse es. Wir müssen unbedingt den Laden mal erweitern. Wir müssen unbedingt den Laden. Digimon ruft. Ja, meine. Mann. Tudemon ist nach Flutane zurückgekehrt. Es ist zum Bauarbeiter gegangen. Aber wo ist sein Hammer? Ja, ja. Mann, jedes Mal. Wir müssen unbedingt mehr Reck und mehr Geld und... Oh. Wir müssen mehr Geld sammeln. Wir sterben immer nur. Warum sterben wir jetzt? Und ihr wollt, dass ich gegen die da bestehe. Trainiere ich sie jetzt noch ein bisschen. Komm. Okay, Trainingszentrum. You're getting stronger. Ich weiß nicht, was sie haben sollen. Ich weiß es nicht. Mann. Wir brauchen mehr Heilung. Wir brauchen stärkere Heilung. Diese 500 TP bringt echt nicht viel. Die bringen echt nicht viel, diese 500 TP. Eat up. Achso, beide sollen es natürlich haben. You so. Hungry? Vollständig gefüllt. You hungry? Eat up. All right. Ready? Aber der Laden müsste jetzt ja ausgebaut sein. Vielleicht können wir jetzt ja bessere Sachen kaufen. Ich gehe noch, solange sie noch nicht müde sind, gehe ich mal auf TP, wa? Und dann überleben die länger, keine Ahnung. Eigentlich müssen die denn ja länger überleben. So, sie sind beide schon K.O. Ausruhen. Und dann müssen sie unbedingt wieder neues Leben haben.
Let's get started. Und dann, glaube ich, versuchen wir es wirklich nochmal gegen Black Agumon und Gabumon. Wir sind ja stark genug, hat man ja gerade gesehen. Wir sind ja stark genug. Wir werden so sterben. Ready to eat? So, sehr schön. Toughen up. Ja, weil bisher niemand stirbt. Ja, es stirbt auch keiner. Die sterben jetzt nicht mehr. Mehr TP, ja, ich arbeite an mehr TP, ich weiß.